Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir unseren K1 Booster probiert und in dieser Folge gibt es den B1 Booster. Diesmal ist der Tank aus einem flüssigen Stück gebaut. Ihr seht schon hier mit 47.000 Oxidator und 34.000 bzw. 38.000 Liquid Fuel. Der hat eine relativ simple Übung jetzt erstmal: hochfliegen, oben die Kapsel loslassen und wieder sicher auf dem Boden landen. Ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, sehen wir gleich. Ich würde einfach sagen, wir starten das Ding mal in die Lüfte und zwar in 3, 2, 1. Und schon Fehler. Nochmal zurücksetzen. Habe ich schon wieder das Staging verkackt? Ja, habe ich. Warum passiert es in letzter Zeit? Ich weiß es nicht. War mir eigentlich relativ sicher, dass es passt hat. Ich glaube, das verändert die ganze Zeit irgendwas. Ich werde sabotiert von den Carbonuts. Oder von den Sowjet-Kerbels, wie man sehen will. Die sabotieren hier. Okay, starten wir das Ding nochmal. Wo ist er denn? Ich höre schon mal. Ich höre sie in der Ferne, das ist schon mal gut. Ja, da ist sie doch. Oh. Es hätte gepasst, wäre das Ding unten. So, okay. Die Buse passen wenigstens. Ja, okay. 3, 2, 1, Start. Triebwerke hochfahren. Und wir heben ab. Das ist diesmal wieder ein sehr lauter Booster, immerhin mit den riesigen Triebwerken unten dran. Ist das verständlich? Ja, da waren angeblich 4000 ms. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Er soll aber auch diesmal... Jetzt fliegt das Ding schon wieder so. Direkt die Flugbahn simulieren. Bedeutet, der fliegt jetzt offiziell seine richtige Flugkurve. Schau mal, wie gut er das kann. Wir kommen sehr hoch auf jeden Fall. Natürlich noch keine weitere Upper Stage dabei und auch keine Ladung. Aber holla die Waldfee, das Ding zeigt, wo der Hammer hängt im Grunde. So, wir warten bis 80.000. Cut off the engines. Wir haben hier oben eine ganz kleine Batterie verbaut. Seht ihr die? Die hat aber ordentlich Strom drin. Dafür, dass sie so klein ist. Hat sie sich gerade gehalten? Staging natürlich schon, weil warum nicht? Das ist natürlich jetzt hier Ansichtssache, aber im Grunde würde die ja die Rakete auch weiterfliegen. Oh, und da kommt der Decoupler zurück. Den sollten wir vielleicht einseitig machen, statt doppelseitig. Der fliegt jetzt hoffentlich gleich an der Rakete vorbei. Yep. Okay, wir warten auf die passende Höhe. Richte dich mal frontal aus. Funktioniert aber soweit ganz gut.
Ist jetzt alles gut, wir sind bei 60 Kilometern. Und ich würde sagen, jetzt können wir die Gegenrichtung einleiten. Ja, wir drehen den ganzen Booster einmal um. Und schalten die äußeren zwei hier vier jetzt aus. So. Jetzt sind nur die mittleren drei zurückbrennen. Und unsere Flugbahn verändern. Somit sollten wir zur Landung auf jeden Fall genügend zur Verfügung haben. Der Booster gibt hier Vollgas. Und wie? Man hört es im Ohr knistern, Alter. Das ist ein Knistern im Ohr. Brutal einfach. Wir wollen nach da vorne wieder. Sollte von der Ausrichtung her passen. So, und jetzt sollten wir gleich sozusagen nur nach unten fallen. Und dann tun wir unsere Flugrichtung anpassen. Ich würde sagen, stopp. Jetzt heißt es wieder Retrograde ausbilden. Dann die wieder aktiviert. Das muss man natürlich in Zukunft dann mit Knöpfen machen. Also im Grunde gerade nur ein Testflug. So. Jetzt geht's zurück durch die Atmosphäre. Rückflug ist eingeleitet. Und wir sind schon in der Atmosphäre drin. Also entweder wir landen jetzt im Wasser und beweisen, dass wir nicht zielen können. Oder wir landen auf Land und wir beweisen, dass wir fliegen können. Schauen wir mal. Wir bewegen uns wieder mit fast 750 Metern pro Sekunde auf den Boden zu. Und sind schon bei 60 Kilometern. Bald müsste eigentlich die Atmosphäre uns volle Kanne treffen. Das wird eh der unangenehmste Teil. Aber es ist sehr ruhig. Und es bleibt sehr ruhig. Unser Ziel ist voraus. Und schaut bis jetzt auch echt gut vom Ziel aus her. Es schaut so aus, als ob wir die Küste treffen würden. Atmosphäre, triffst du auch mal oder ist der irgendwie langweilig? So. Ich habe irgendwie gefühlt, die Atmosphäre ist langweilig und die macht nichts mehr. Aber jetzt erreichen wir schon mal die Küste. Oh, jetzt, da kommt sie. Jetzt sollte sie hoffentlich auch zur Bremsung einleiten können. Brems mich runter. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Das wäre so ganz schnieke.
Und das war nicht der Plan. Warum muss ich eigentlich immer interferieren, wenn es gut ausschaut? Das mache ich immer, wenn es gut ausschaut, muss ich eingreifen. Schon, zieh dich hoch. Ja, sind die Gridgrins natürlich wieder besser. Die können da besser interagieren als das Arceus. Ja, ich hab's verkackt. Na toll. Demolition Time. Komm, fall runter. Fall einfach runter. Es hat so gut funktioniert. Da fliegt die Triebwerksplatte. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wie weit die fliegt? Überlebt die das? Lol. Oder auch nicht. Oder doch. Lol. Ja, das war nicht so wie geplant. Aber was will man sagen, ne? Aber Leute, ich würde sagen, das war es auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.